Bei einer FDM-Behandlung schildern Sie dem FDM-Therapeuten oder der FDM-Therapeutin Ihre Beschwerden, eventuell auch den Verletzungsmechanismus, wenn es sich um eine Verletzung handelt. Sie beschreiben dem Therapeuten die Art der Beschwerden, bei welchen Bewegungen es wehtut, ob es Dinge gibt, die Ihre Beschwerden verbessern oder eventuell verschlechtern. Es wird eine körperliche Untersuchung durchgeführt mit Bewegungstests und anhand dieser Dinge entscheidet sich dann der FDM-Therapeut für spezifische Handgriffe, mit denen er versucht, die Störung des Bindegewebes oder die Verformung des Bindegewebes wieder rückzuführen in den anatomisch korrekten Zustand. Danach werden wieder die gleichen Bewegungstests durchgeführt, um zu sehen, ob tatsächlich eine Verbesserung